Jahre 1813, haben Sie vielleicht in der Schule gelernt. Völkerschlag bei Leipzig. Und, aber die Breslauer haben die Halle gebaut wegen den Ereignissen, die in Breslau stattgefunden haben, weil diese Lützow-Truppen haben sich bei Breslau, bei Zobten am Berge getroffen und haben sich organisiert hier. In Breslau hat der preußische König Friedrich Wilhelm III. Ein Manifest geschrieben an mein Volk. Er hat das von dem Balkon des Schlosses vorgelesen, zeige ich Ihnen später das Schloss, und hat damals auch den wichtigsten deutschen Orden gestiftet, das Eiserne Kreuz. Und zu diesen Ereignissen wollten 100 Jahre später die Breslauer etwas bauen, etwas Besonderes bauen, um diese 100 Jahre zu ehren. Und die haben sich entschieden für eine Mehrzweckhalle mit damals der größten Kuppelspannweite. Es gab bis zu diesem Zeitpunkt, bis 1913, nirgendwo in der Welt solche Halle mit solcher Kuppelspannweite. Die Kuppelspannweite beträgt 65 Meter. Ziemlich neuem Baumaterial aus Stahlbeton. Die Halle wurde auch ganz, ganz schnell gebaut. Schneller als der Berliner Flugplatz zum Beispiel auch. Also die Halle wurde gebaut in 15 Monaten. Hatte große Ambitionen. Er wollte große Stadt gründen. Und auf der Insel war das nicht möglich. Die Insel war klein. Nur 4,5 Hektar groß war diese Dominsel. Deswegen hat er die Insel verkauft und in der heutigen Stadt Breslau ganz neue Stadt gegründet im 13. Jahrhundert. Seitdem herrschten hier nur die Fürstbischöfe und auch der Herzog, der aus der Stadt kam, musste hier die Mütze abnehmen, hatte auf der Insel nichts mehr zu sagen. Auf der Insel herrschten die Fürstbischöfe. Heute wohnt hier der Bischof, Erzbischof und Kardinal, auch werden wir gleich seine Residenz sehen. Zamienią się miejscami, dobra? I po tym numerze przechodzimy do ostatniego w tym pokazie. Patrzcie uważnie, jeżeli wyjdzie obręcze, zamienią się miejscami. Nie no, co by to jeszcze nie to? A swoją drogą, koleżanko, nie musisz nagrywać z latarką, bo jest jasno. Okej? Okay? Cudowa. Dobra, tak totalnie na poważnie, jeżeli ten numer wyjdzie, one jeszcze raz zamienią się miejscami, ale w troszkę bardziej spektakularny sposób, dobra? Lecz jeżeli mi się to uda, to musi mi dać ogromne brawa, bo jest to bardzo, bardzo trudne. Cholernie niebezpieczne. Okay. Julka, twoje zadanie jest bardzo proste. Musisz tam po prostu stać i pilnować, żeby nikt nie poszedł, dobra? Jak coś tutaj jest taka szabla, to wiesz, w nogi. Okay. Dobra. Patrzcie uważnie, jeżeli naprawdę wyjdzie obręcze, jeszcze raz zamienią się miejscami, dzieciaki, pod żadnym pozorem nie róbcie tego w domu, dobra? Róbcie to w szkole. Okej, patrzcie uważnie.
Und als er gestorben wurde, wurde auch mit der Stange bestattet? Ja. In der Hofkirche zu Dresden haben sie sein Herz, nur Herz. August der Starke hatte das Herz wie gesagt abgegeben, wo er stand. Aber die Knochen sind bei uns. In der Krypta wird das getragen. Das war auch die Tradition, dass die Könige hier bestatten wollten oder mussten. Ja, und deswegen August der Starke gibt es auch bei uns bestatten.